Wir machen auf jeden Fall mal den Safe auf, das ist ja klar. Einen Augenblick bitte. Wir drehen den so. Das machen wir so und das machen wir so. Trauma-Pack. Dann haben wir eine Geschichte aus zwei Städten. Oh, hier, safe? Nee, also anscheinend an die... Oder unten sind... So. Ah. Wollte dich erschießen. Hat nicht so gut funktioniert. Was ist denn das? Prototyp-Ausrüstung. Hier liegt was zu essen rum. Kann ich da dran? Trauma-Pack. Antibiotika. Medipack. Gib her. Hier gibt es Schränke. Au. Mach kurz Trauma-Pack. Und dann müssen wir mal gucken, warum hier Granaten rumfliegen. Oh. Ah, ich muss bestimmt wieder runter. Hm? Würde ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Wir inspizieren hier erstmal wieder. Forschungsstation. Hier kann ich nichts machen. Hier gibt es nichts. Der Roboter flüchtet auch vor mir. Was gibt's hier? Aha, hier gibt es einen Tiefminenanzug, Helm und einen Rucksack. Das gleiche wird es wahrscheinlich auch hier nochmal geben, ne? Das verstärkt. Okay. Ist ja alles nicht so wild. Oh, hier drüben liegt Zeug rum. Waffenkoffer. Munition. Dann geht's hier rein. Und dann müssen wir hier runterfahren. Oh, haben wir die erstmal erschossen? Das sah ganz toll aus. So, hier muss ich ran. Beschreibung des Verteilernetzes. Das Verteilernetz ist ein elektromagnetisches Absorptionssystem, welches die Hülle über Neon als Blitzableiter-Array nutzt. Wenn es zwischen dem Array und der Troposphäre zu einer elektrischen Entladung kommt, wird die entstehende Energie gleichmäßig zwischen den Rezeptoren des Systems aufgeteilt und dann über die Leitung in die Verarbeitungsanlage übertragen, wo sie eine Reihe von mehrphasigen Kondensatoren und Stromrichtern durchläuft. Dadurch wird ein Ausgleich zwischen den ursprünglich positiven und negativen Elementen der eingehenden Energie erzielt. Die bereinigte Energie wird dann in Energiespeicherzellen im Energiekern der Anlage gespeichert. Ja, Status ist gelb, aktiv, keine Ahnung. So, Achtung, die Verteilernetzpläne sind streng vertraulich. Als Sicherheitsmaßnahme wurden sie per 512-Bit-Holomatrix verschlüsselt. Sollte eine Entschlüsselung nötig sein, muss ein Code von Cheftechniker Brayson Bayou in der R-Abteilung eingeholt werden. Okay, jetzt muss ich da lang. Was haben wir hier? Unterqualifiziert und inkompetent, aber in meinen Augen unterschätzen sie ihn. Ich habe mich viel mit Bryson unterhalten und finde ihn sehr nett und liebenswert. Er hat nur einen schlechten Ruf, weil er im Schatten seines Bruders steht, des Verwalters Benjamin Bayou. Das ist schade. Er hat seinen aktuellen Posten wohl gegen seinen eigenen Wunsch zugewiesen bekommen und wurde vor eine unmögliche Aufgabe gestellt. Die ganze Situation ist bedauerlich, aber ich werde die übrigen Techniker in der Abteilung bitten, ihn stärker zu unterstützen. Das ist schön. Das ist schön. Ganz toll. Diese gewaltigen Energiezellen müssen der primäre Energiespeicher für die ganze Stadt sein. Bald ist er hier gar nicht mehr am Leben. Ich habe ja bald alle erschossen. Aha, okay. Ganz fantastisch. Was ist hier? Medipack liegt hier rum. Ist
Sind das Schränke? Oh ja, sind Schränke. Da ist was drin. Bourbon. Den nehmen wir natürlich mit. Die Tür können wir mal kurz zumachen. Dann können wir nämlich die aufmachen. Ach du Scheiße. Hat er schon bessere Ideen, muss ich sagen. Schießt denn da auf mich? Ging so. Schreien mir alle ein bisschen zu viel. Nee. Ich will ja eigentlich auch keinen erschießen. So, wenn ich da ganz ehrlich bin. Aber hey, ihr habt angefangen mit der Scheiße. Ich muss mir erstmal was zu essen organisieren. So, wo soll ich denn jetzt hin, verdammt, dachte da hoch. Ich wollte eigentlich erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, wo ich mit meinem Kram ran kann. Man hätte das sicherlich auch auf friedliche Art lösen können, aber ganz ehrlich, friedlich bin ich nicht. Oh, hier gibt's Posteingang, Nachrichten, irgendwas. Von Ayumi Komiko. Ihre letzten Fortschrittsberichte waren sehr enttäuschend, Mrs. Desmuk. 3 Jahre und keine Ergebnisse, das ist genauso wenig zu entschuldigen wie ihr Versuch, Cheftechniker Bayou für ihr eigenes Versagen verantwortlich zu machen. Ihre Akte nachzuurteilen, sind sie mit makellosen Empfehlungen zu Jennerdine gekommen. Wie es scheint, wurden wir falsch informiert. Wenn ich nicht bald ein paar Erfolge bei ihnen sehe, werde ich mit der Suche nach einem Ersatz für sie beginnen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Von Techniker Wanyan. Ich muss leider einen weiteren Fehlschlag im Rahmen von Experiment GDY0272 melden. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass wir das Verteilernetz so umfunktionieren könnten, dass es als EM-Schild für das Schiff fungieren kann, muss ich leider feststellen, dass unsere Einschränkungen dieses Vorhaben unmöglich machen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, Sie und Jennerdine enttäuscht zu haben. Wenn Sie möchten, lege ich Ihnen morgen vor Arbeitsbeginn meine Kündigung vor. Ayumi Komiko schreibt, hier nochmal eine kleine Erinnerung, dass das Personal der gesamten Laboranlage zu Mr. Haradas entstehender Visite am Samstag abwesend zu sein hat. Wie Sie wissen, leidet Mr. Harada an Mysophobie und ich habe ihm noch hoch und heilig versprochen, dass er während seiner Visite keinen Angestellten über den Weg laufen wird. Ich betone, alle Personen, denen wir an diesem Tag begegnen, werden ohne Umschweife gekündigt. Das hatte ich gerade. Jinashida. Sita, ich weiß nicht, wie viel von diesem Konzern Nonsens noch ertragen kann. Ayumi hat mich diese Woche 2-mal angeblafft, weil ich versucht habe, sie zu übergehen. Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich meinen Job verlieren könnte. Ich weiß, dass wir uns mit denselben Sorgen herumplagen, also komm heute bitte ins Euphorica und lass uns mal bei einem Drink darüber über alles reden. So, da ist alles safe. Ich sollte doch diese Microdrive irgendwo reinschieben. Was ist denn jetzt hier? Ich schiebe hier nirgends irgendwas rein die ganze Zeit. Ich lese nur. Irgendwelchen Quatsch. Was ist denn hier? Ah, Luftschacht. Ich hätte vielleicht durch die Luftschächte gehen sollen. Oh. Wie kommt dann da wieder ein Roboter hin? Ich hatte die doch schon mal alle erschossen. Was soll das denn? Echt? Dann bleib einfach liegen, Diggi. Einfach liegen bleiben. Wer schreit denn hier also? Hör auf damit. Ich muss da hier versuchen, auch zu erkunden, was hier Phase ist. Na, hier war ich doch schon. Moment, dann zurück. Ja, jetzt können wir... Geht da was? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ja, lauf. Einfach laufen. Solange du mich in Frieden lässt, passiert dir nichts. Wer ist dann er? Ach, Brayson Bayou, den könnte ich erschießen. So, die Entschlüsselungsroutine. Upload,
Nachrichtensystem. Na gut, das habe ich, glaube ich, schon alles gelesen. Gut, dann können wir ja jetzt mit ihm quatschen. Nicht schießen! Nicht? Wenn du den Verschlüsselungscode willst, kannst du ihn haben. Es gibt keinen Anlass für Gewalt. Es muss einen Haken geben. Nein, kein Haken. Ich will dich nicht reinlegen. Wenn du den Code willst, gehört er dir. Okay. Im Moment würde ich alles tun, um mich an meinen Bruder zu rächen. Und er hat sich alles selbst zuzuschreiben. Cool, du hast recht. Er hat es nicht anders verdient. Du kannst darauf wetten, dass fast alle in Neon das auch so sehen. Ich habe mein ganzes Leben lang in Bens Schatten gelebt. Für ihn läuft immer alles gut. Während ich von einem Job zum nächsten springe und mich kaum über Wasser halten kann. Die ganze Zeit über lacht er mich hinterrücks aus. Er macht sich gerne über seinen dummen Bruder lustig. Als würde ich das nicht irgendwann herausfinden. Tyrannen wie dein Bruder stürzen irgendwann. Das ist unvermeidlich. Vielleicht solltest du einfach etwas abwarten. Mit dem Code zu geben ist eine gute Möglichkeit, es deinem Bruder heimzuzahlen. Ja, das wäre schön. Wohl wahr. Man kann Benjamin Bayo nur über sein Bankkonto wirklich schaden. Weißt du was? Ich habe es satt, herumgeschubst zu werden. Jetzt übernehme ich mal die Kontrolle. Der Schlüssel für mein Terminal lautet GEN-41A18. Damit solltest du an den Code kommen und an alles andere, was du brauchst. Ich verschwinde von hier, solange ich noch kann. Wenn du fertig bist, solltest du dasselbe tun. Warum sind du und Benjamin so zerstritten? Weil er ein doppelzüngiges Arschloch ist. Deshalb. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Als wir jünger waren, haben wir uns nie gut verstanden. Ich meine, er ist 11 Jahre älter als ich. Wir hatten unterschiedliche Mütter. Wir hätten auch aus 2 verschiedenen Familien kommen können. Das muss hart gewesen sein. Das ist noch untertrieben. Ich kannte meine echte Mutter nicht. Sie war die Geliebte meines Vaters. Und es hieß, sie verschwand aus Neon, als ich erst 2 Jahre alt war. Bens Mutter scherte sich einen Dreck um mich. Ich durfte sie nicht mein Mom rufen. Ich musste sie Liliana nennen. Kannst du dir das vorstellen? Und dann mein Dad. Er war so in das Tagesgeschäft von Neon vertieft, dass er keine Zeit hatte, sich um seinen unehelichen Sohn zu kümmern. Das tut mir sehr leid. Ja, allen tut es leid. Nur nicht so leid wie mir. Hör zu, ich weiß zu schätzen, was du zu tun versuchst. Und es ist schön, sich das von der Seele zu reden. Aber darüber zu reden, ändert nichts. Deshalb habe ich dir den Code gegeben. Alles, mit dem ich Ben eins auswischen kann, ist die richtige Therapie. Sag meinem Bruder lieber nichts von unserem Gespräch. Das würde ihm nicht gefallen. Okay. Habe ich erledigt? Was gibt's hier? Aha. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Warte, ich komme zu dir und gebe sie dir. Das ist nämlich das, was mein Ziel war. Wenn du reden willst. Nein, will ich nicht. Ja, ja. Quatsch keine Scheiße. Meine Güte. Den kannst du haben. Dann habe ich hier Helme, nix, Kleidung. Hier kannst du haben. Hier hätte ich natürlich anziehen können, dann wäre ich vielleicht weniger erschossen worden. Ciao, Schatz. Ja, tschüss. Oh. Ich hätte mal eine Frage. Ah. Schade, ich wollte den erschießen. Das war mein Ziel, aber nee, gut. Wenn es nicht geht, geht's nicht. So, jetzt gehen wir in die Astral-Lounge. Hier ist Musik wieder ganz hoch im Kurs. Kann ich hier mein Kopfgeld begleichen? Hier ist nichts. Aber eine Auftragsbörse gibt's hier. Transportiere, töte, jo, liefere, nein. So, wo ist die Tante? Ah, wir fahren hier mit dem Fahrstuhl in die VIP-Lounge, alles klar. Oh, hier geht's rum. Warte, ist die schon hier? Ah, da bist du ja. Was hat dich aufgehalten? Es gibt viel zu besprechen. Echt? Es ist offensichtlich, dass du hier bist, um jemanden zu treffen.
Zum Glück wurde dieser VIP-Raum unter falschem Namen gemietet. Ich nehme an, dass dieselbe Person dir den cleveren kleinen Virus geliefert hat, den du in Jenna dein System installiert hast. Ah, wenn du weißt, warum ich hier bin, dann weißt du auch, was auf dem Spiel steht. Nur zu gut. Weißt du, Ehre wem Ehre gebührt. Dieser Virus ist ziemlich beeindruckend. Ihn zu entfernen, wird mich zehntausende Credits kosten. Ich werde die Fähigkeiten der Crimson Fleet nie wieder als selbstverständlich ansehen. Ein Deal mit der Fleet ist billiger, als für die Entfernung des Virus zu bezahlen. Wahrscheinlich. Aber willst du wissen, warum das nicht passieren wird? Weil ich nicht mit Piraten verhandle. Sie wissen nicht, was Verpflichtungen und Verträge sind. Oder wie man einen raffinierten Deal abschließt. Nein. Für deinesgleichen gibt es nur rohe Gewalt. Erst schießt ihr, dann nehmt ihr euch, was ihr wollt und stellt später Fragen. So mache ich keine Geschäfte. Deine Methoden sind nicht anders als unsere. Es mag so aussehen. Aber für jeden Konkurrenten, den ich ins Meer geworfen habe, habe ich zweimal so viele legale Geschäfte gemacht. Ich wollte hier nicht debattieren, sondern ein Angebot machen. Na mal. Du musst mir nur sagen, wer von dem Virus profitiert, den du hochgeladen hast. Im Gegenzug lasse ich dich diese Stadt lebend verlassen. Du machst mir Gänsehaut, Bayou. Oh, ich war's. Echt jetzt? An der Geschichte willst du festhalten? Na gut. Neon Security wird sehr bald eine Leiche entdecken. Eine mit konkreten Beweisen, die dich mit dem Mord in Verbindung bringen. Du hast wohl etwa eine Stunde, um zu verschwinden, bevor ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt wird. Du lässt jemanden umbringen, nur um es uns anzuhängen? Du bist wirklich ein Molch von einem Mann, Bayou. Ich nehme an, unsere kleine Vereinbarung ist damit beendet und du verlässt unsere schöne Stadt. Oh, wenn du zum Schlüssel zurückkehrst, richte Neva und Delgado meine besten Grüße aus. Das war ja schön. Warte mal, wo ist denn jetzt hier dieser Kackfahrstuhl? Was soll das denn? So weit bin ich doch nie im Leben gelaufen. Ah, da ist er doch schon. Himmel, Herrgott. Die Musik ist genial. Ja, ist toll. Toll, geh mal. Sie ist wie meine Frau. Was ist das? Na, jagt er mich schon?